Willkommen zurück zu einer weiteren andersartigen Folge. Freitag der 13. mit Kreis, der als Jugenddorf-Onanist sein Geld verdient. Was ist denn das für ein Job? Ich weiß es nicht. Du hast gesagt, damals hast du so eine Stelle gesehen, in so einem kleinen Dörfchen, war ausgeschrieben und du hast gesagt, okay, ich versuch's. Ey, ich hab ein Tape gefunden. The very best of Jason. Wo genau noch? Kannst du mir das sagen? Nee, leider nicht. Er spielt auch wieder diesen unfair Langweiler Jason. Was, der ist, wieso unfair? Das ist super glitchy. Ja, der sieht Jason aus wie so ein verschmolzener Gummischuh. Ja, ist doch geil. Nicht geil. Weißt du, was geil ist? Wenn du mir Geld in die Hand drückst. Ja, das wäre geil. Hab ich nicht. Wenn du mir welches schön in die Hand Batzen Geld. Mama, mama. Mama. Lady Gaga Jason. Lady Gaga Jason, Alter. Mama. You can keep my poker face. Oi. Mama Jason. Und bist du schon am Morden? Nee. Oder werde ich die Kinder richtig hart in die Zange nehmen? Ja, die werden mich wieder ordentlich tangeln, aber ist doch auch mal schön. Ja, dann haben die auch mal. Kids tangeln halt gerne. Dann haben die auch mal ein Erfolgserlebnis. Du weißt, in Russland bist du eine Legende. Sergej, der rote Killer. Sergej, aber jetzt gerade bin ich der Lila-Killer. Sergej, der lilane Lüstling. Purple Purp. Was habe ich denn hier gefunden? Antikreisspray. Antichrist. Antichrist. Wir hätten hier gerade in mein Ohr gestöhnt so laut. Was ist denn los mit den Leuten? Use the left door steht da. Mach ich das so mal. Hallo? Lass doch mal die Kinder in Ruhe. Die versuchen gerade ihre Sexualität zu entschlüsseln. Diesen Mythos sind sich sie auch unsicher. Diesen Mythos werden sie niemals klären. Wollen herausfinden, was sie wirklich stehen. Diese unbeholfenen kleinen Kids. Ich tanze! Ah! Und hast du auf die Fresse bekommen? Sie schießen! Sie schießen auf mich! Ich glaube, die wollen dich töten. Ich habe nämlich auch so auf Russisch. Ich kann dir so ein kleines bisschen. Da habe ich irgendwie sowas rausgehört wie Jayski Kilski oder sowas haben sie gesagt. Jayski Kilski. Jayski Kilski dabei. Jayski Kilski dabei. Wollen du mal auf den Jayski? So. Weißt du, was wir schon lange nicht mehr hatten? Eine Runde mit einem Boot, ne? Ja, so Bootrunden sind selten geworden, das stimmt. Na gut, aber wir haben auch lange nicht gespielt. So, sie rennt jetzt da rein. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Kapitän Boot Jason? Hallo? Ein Team Boot Jason? Aha. Da unten ist doch Joggermann. Joggermann hey. Jaw. Ich bin als Officer Aufklärung unterwegs. Officer Aufklärung hat wohl illegal an der Batterie ein bisschen rumversaut. Ja, ich bin halt nicht so gut im Reparieren. Ich bin besser im Aufklären. Wieso bist du jetzt da reingelaufen? Ich mach die Partymucke an. Uff. Team Partey. Gute Trefferquote habe ich heute hier im Team Partey. Ey! Hätte man das halt gewusst, ne? Alter! Hunt them down and make them pay. Make them pay! Diese Kinder. Make them pay. Ich glaube, ich brauche ein Ablenkungsradio. Let's go. DJ Ablenkung steht da wirklich. DJ Ablenkung. Bester DJ der Welt. DJ Distraction. Hä, wo ist sie hin? Uiuiuiui. Die hat sich doch hier im Klo versteckt gerade noch. Kinder machen Undercover-Moves. Gnadenlos, ne? Gnadenlose Undercover-Action für eine bessere Welt.
Boah, aber niemand macht irgendwas Gescheites. Yo, Kids! Yo, Kids, macht doch mal was Gescheites. Oh, geil. Wer ist denn noch alles da? Ich meine, Officer Aufklärung kann doch bestimmt auch einen Pulli tragen. Ich alles andere wäre nämlich ziemlich sexistisch, oder? Es wäre es, ja, aber ich weiß nicht, ob die da damals schon so drüber nachgedacht haben. Ja. Hallo, warten Sie mal, junge Dame. Es gibt folgende Probleme hier. In der Badewanne ist jemand zerdrückt, wer war denn das? Ja, verschwende ruhig deine Schrotflinte. Oh, sie haben die. Oh, sie haben den Pullover. Die wollen es wissen. Haben sie einen Pullover? Einen Pullover mitgenommen haben sie, ja. Kommen die Kids und versammeln sich? Hey, guys, he's a very dumb Jason. Was geht ab mit den Kids? They deserve to die, Jason. Make them suffer. Uiuiuiui. Macht er hier im Haus der Liebe? Es ist das wunderbare Haus der Leidenschaft. Ah, lauf du. Ich bin ready. Ich möchte die Tante hier aus dem Haus holen. Alter, oben ist die Sicherung. Das ist Mr. Chavesso. Er schlitzt aber auch nur wieder rein. Ne? Ich bin wieder richtig Noobie-like. Ja, die haben ja alle Messer. Fortgeschritten Noob. Nein! Oh Gott, ich wollte gerade noch helfen. Der hat mir ein Messer ins Gesicht gebrezelt. Was? Deodoriert da jemand illegal? Illegales Deodorieren. Wo seid ihr alle hin? Was? Komm schon, die Kante ist gut. Die Kante. Ich hoffe, die Kinder machen dich fertig. Ah. Hallo. Bist du ein hässlicher Bengel. Sieht aus wie so ein Typ, der in einer Gummischuhfabrik einen Unfall hat. Damals in einer Nike-Fabrik bin ich in den Gummiofen gefallen. Ja, so siehst du aus. Wie ein Typ, der in den Gummiofen gefallen ist. Du musst einen der Kinder ziehen lassen, damit die was erzählen können. Oh Gott, sind das aber auch Noobs. Ich stecke aber hier irgendwie ein Fenster fest. Das sind aber auch echte Hardcore. Oh. Also da hast du ja wirklich wieder Camp Retarded gefunden, ne? Ja, genau. Wenn Kreis mal alle killt, dann spielen wir gegen eine Achtergruppe Noobs. Ja, wirklich. Guck dir die doch mal an. Camp Retarded. Oh, du bist auch gestorben. Schrumpfband. Wo ist denn die mit ihrem Schrumpfband? Mamas alter Pullover. Nutz doch den Pulli, was ist denn los? Kann sie doch nicht, kann sie doch nicht. Klar kann sie, guck mal, jetzt hast du hier einen Pulli runtergerissen. Ja. Was ist das hier, eine Vergewaltigung? Nein. Du bist mit beiden ihre Haare. Drück sie durch und... Ah, guck mal, das war ja also... Retarded. Du getötet? Aber warum nur 7 von 8? Sind alle weg? Sag doch, ist einer weggegangen? Einer hat sich... Er hat sich abgeseilt. Es war einfach Gummi. Croc Jason. Croc Fabrikunfall Jason. Die haben auch solche Farben, diese Crocs. Ja, das sieht aus wie so ein. Entweder wie so ein Gummistiefel oder ein Croc, ja. Ja, oder halt dieser 80er Jahre Jogginganzug Farbmix ist es halt. Dieser Ballonseide Jogginganzug. Oh, ey, gerippelt hat das. MC Hammer Jason. MC Hammer Jason. Mit Balloniki-Hosen oder wie hießen die? Balloniki. Batafuku-Hosen hießen die, glaube ich. Mit lila Batafukus. Lila Batafuku-Pants. Er hat doch da hinten noch so ein paar Fusselhaare, ne? Ich glaube, wenn es hier rüberkennen würde, könnte er echt ganz gut aussehen. This can't be real.
Schimmelhead Jason? Mushroom Face Jason? Mushhead. Mushhead. Mushhead Jason. Oh, direkt erstmal eine Karte gefunden. Oh, ich wünschte, wir könnten Jason Killer finden. Oh, ich habe einen Deodorant von Taiko. Sportdeo. Oh, ich hätte hier. Nur für Athleten. Wenn du kein Athlet bist, schälst dir die Haut runter, habe ich gehört. Busch muss Jason. Onkel Rudi! Muss sagen, so im großen Haus, da ist nie was Geiles drin. Nee, deswegen laufe ich da auch immer direkt weg, weil oft Jasons sich denken so, oh ja, da gehe ich auch mal hin. Weil da halt oft die Sicherung auch ist. Mit einem Küchentelefon. Kitchen Caller. Kitchen Caller. Ja, mein Onkel hat damals als Küchen-Call-Bube sein Geld verdient. Ich ein Callbube auf allen. Na, in der Cuisine-Welt hat er da halt als Aushilfe gejobbt. In der Lolo Cuisine. Der Cuisine Royale. In der Cuisine de Segeri. Also bis jetzt ist alles hier still, oder? Ja, sehr still. Ist wahrscheinlich. Aber ich habe auch noch nichts Geiles gefunden. Vielleicht ist er erst da unten Autos und so. Ah, da war er gerade auf der Map irgendwo. Richtung Norden. Oder nee, Richtung Süden. Mein Kennst Onkel du das, wenn du deinen Eltern sagst, du bekommst am Freitag mehr Informationen zu dem Thema, ja? Ja. Und sie schreiben dir aber Mittwoch, ja, was ist denn jetzt mit der Sache? Und du sagst, ich hab doch gesagt am Freitag. Ja, ja. Weißt du, kennst du das, wenn sie dann x-mal nachfragen und du sagst jedes Mal am Freitag? Ja, ja. Aber welchen? Ja, diesen. Ja, was ist jetzt damit? Das weiß ich doch auch noch nicht. Ich glaube irgendwie Eltern, die machen sich zur Aufgabe, ab einem gewissen Alter zu sagen, jetzt gehe ich meinem Kind nur noch auf den Sack. Ja, ich weiß nicht, aber ich habe das, ich merke das manchmal bei meinen Eltern auch, dass grundsätzlich auch bei allem so eine unterschwellige Hektik drin ist. So dieses, ne, so, weiß ich, bin samstags angekommen und meinte, ja, ich so, dann gehe ich, weiß ich nicht, wir wollen dann, am Donnerstag oder Freitag, ne, wollten wir nochmal nach Dings, da wollte ich dann gucken, wollten mir ein paar neue Boxershorts kaufen. Die hat mich jeden Tag gefragt, wann ich jetzt fahre, diese Boxershorts. Wann fährst du denn jetzt? Wann, wolltest du jetzt am Montag oder was? Fährst du dann so um 2, 3 Uhr oder wie? Da würde ich am besten fahren, da ist nicht so viel Verkehr. Ich denk mir so, hä? Ich so, nee, am Freitag wollte ich fahren. Ich hab Sprit, by the way, ne, hier oben. Ja, ich hatte da welchen hingelegt, weil ich da welchen gefunden hab. Er sammelt erstmal Messer und so, Jason macht sich fresh. Ich bin aber voll schlecht im Fillern. Dann legst du einfach dahin. Oh, jetzt bin ich schon dran. Nimm dir jetzt auch das, Travis raus. Na, geh ich mal rein. Oder warst du schon drin? Nee. Hier oben war ich noch gar nicht an der Ecke. Oh! Hast du Schlüssel? Nee, eine Sicherung. Okay, das muss eigentlich auch irgendwo hier oben sein, weil unten war es nicht. Oder hinten ganz in der Ecke dann. Der Batterie wäre jetzt halt geil, da hätten wir schon mal hier ein Auto ready. Ich hätte halt nur Karten und ein Deo habe ich halt noch. Ist ja hier, die Musik dreht halt voll durch. Weiß nicht. Aha, lol, er war hier im Haus! Echt? Er ist aber einfach rausgegangen, weil er mich nicht gesehen hat und. Oh, er tötet draußen eine Tussi. Oh, hier ist eine. Ah. Noch ein Spray, Alter, ich habe so viel Heal. Also ich bin der Mann für die medizinische Versorgung. Officer Aufklärung hat's wieder drauf. Habt ihr Harvest angerufen? Ja, ja, klar, natürlich. Du hast eine Sicherung, yes? Ja, aber er ist bei mir. Da muss ein loswerden irgendwie. Oh, ich hab eine Batterie. Ich hab ihn entcrackt. Hier drüben ist eine Batterie.
und noch mehr Sprays. Oh, das war nice. Da komme ich nicht mehr raus. Boah, du kannst dich bei dem gar nicht rauswinden. Ja klar, der hat hier so ein Andi DLC. Oh nein, der Schubkarrenmörder. Ist er tot? Ja. Oh, hier ist Telefon. Hier ist das Telefon. Ich habe die Sicherung und die Cracker da verloren. Und hier ist so eine alte Sportsocke, aber eine riesige. Ich glaube, der Jogger wollte die Sicherung mitnehmen, oder? Liegt da nicht mehr, ich sehe sie nicht. Igor rennt da rum. Wo ist Jason? Naja, er hat gerade den Typen da durchs Fenster reingescheucht. Ist er bei den anderen jetzt? Ich höre ihn nicht. Irgendwo versteckt sich jemand unterm Bett, da ist er, glaube ich. Oh, ich bin Javier. Oh, nice. Habt ihr die Sicherung jetzt? Ja. Ah, aber es ist vermint. Jason is alive. Es ist vermint. He's even more powerful now. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Ich habe noch ein Messer du jetzt. Mir komm, dann kannst du es entschärfen. Wie lange brauchst du denn hier hoch? Wo seid ihr denn? Bei da, wo eine Batterie liegt. Oh, ich bin auf der ganz anderen Seite gespawnt. Ich bin am gelben Higgins-Haus. Wenn ich da jetzt reingehe, ich kann mich zwar heilen, easy. Aber er wird dich hören. Das ist halt. Jetzt greift der Dude mich an. Was soll ich denn machen? Oh nein, jetzt will er wieder mich. Geh ins Haus. Ich dachte, ich hab Glück und er geht ins Haus rein, aber... Oder hat er sich wieder wegteleportiert? Ich weiß es nicht. Wir sind an der Sicherung dran. Er hat wahrscheinlich gehört, dass einer in die Falle getreten ist, oder? Doch, ist er nicht hier. Okay. Jetzt ist er hier. Ich würde ihn gerne ein bisschen snorten. Boah, die Sicherung ist nicht drin. Ich brauche dich hier oben. Das ist unsere einzige Chance. Ja, ich bin ja unterwegs, aber... Javier, weißt du, der hat schon viele Camps befreit. Der muss ja auch erstmal... Also ich sehe die Sicherung da liegen auf der Map und ich sehe die Batterie. Und Jason ist an dem anderen Dings. Er ist hier. Ja, ich weiß. Soll ich auf ihn schießen? Ah, nee, du musst erst die Sicherung holen. Dann kann ich auf ihn schießen. Er ist jetzt im Haus drin. Hol du die Sicherung. I play with this dude. Hab ihn ausgedodged. Besser ausgedodged. Hast du die Sicherung? Oh nein, hier liegen so viele Sachen. Alter, hier liegen ja 100 Cracker und so. Ich hab die Sicherung. Oh, der ist gut, Mann, der ist gut. Er hat mich. Ja. Oh, er macht mich mit einer Tür kalt. Der ruckelt da rum, der Mann. Jetzt musst du schnell die Sicherung reinmachen. Das ist the only way. Oder bleib undercover. Bis er wieder weggeht. Bist du im Haus drin? Nee, draußen an der Kante vom Haus. Ja, versuch dich so ein bisschen zu verstecken. Da liegen noch Cracker rum, ne, da vorne. Hat er sich teleportiert oder nur... Nein! Egal, du hast ein Messer. Ja, ja. Habt ihr die Cracker noch? Die da vorne liegen. Ist der Cracky Moon? Nee, der ist nicht Cracky Moon. Uiuiui, Vorsicht, der kann dich da durchtreffen auch. Du hast noch 10 Minuten, wo du überleben musst. Oh nein! Jetzt höre ich auf einmal so einen Muscheltaucher so nah. Teilweise amphibisch, dieser Jason. Ah, guck, er mag's nicht. Da ist noch ein Deo. Das machen die anderen gar nichts. Nee. Das ist wieder so ein Team, wo eigentlich nichts auf die Reihe bekommt. Ja, ja. Ey, wie oft kann der sich denn teleportieren? Ja, zweimal. Dual Teleport Jason, ey. Die macht ja Qualle. Also wenn du jetzt noch irgendwie 10 Minuten überlebst,
Dann bist du fein raus aus der Affäre. Muss ich da irgendwie jetzt rauswinden? Aber der andere, dass er auch nichts macht, dass er nicht mal versucht, die Sicherung oder sowas reinzukloppen. Weil er dich unterstützt. Ja. Deo? Hier liegt überall, Deo! Wo ist er jetzt? Geh ins Haus rein, da. Geh einfach ins Haus. Die andere Tuse steht nur rum. Die hält die 9 Minuten einfach nur durch, indem sie einfach rumsteht. Ich kann nicht mehr sprinten! Das war's. Uff. Rausgewunden. No. Jetzt schieß mir die Fresse. Ab ins Haus. Ausdauer recken. Angst, Sprint. Fell da rein. Wärm dich am Feuer. Wärm dich am Feuer. Es ist aber der Tuse. Lass Ruhe. Geh zum Sicherungshaus. Wo waren das jetzt nochmal? War das hier beim Auto? Da, wo eine Batterie ist. Nee, weiter geradeaus. Kann ich das da hinten? Alter, wenn du da jetzt noch rauskommst. Ja, rauskommen vielleicht nicht, aber dann habe ich wenigstens. Papa Kohle gemacht. Ist immer noch bei der Tuse. Nee, raus warum? Aus dem Haus. Das ist das Batteriehaus. Ja, aber du hast noch nicht die Sicherung drin. Doch. Raus aus dem Haus. Echt? Ja. Jans, das Telefon war irgendwo. Ja. Ja, aus der Tür raus. Ich glaube, da hangst. Da. I need you to listen to me. Jason Voorhees has returned and he's killing my friends. Oh my Crystal God. Lake. We need you here right now, please. Oh, du bist der Letzte. Du bist der Letzte. 5 Minuten. No perks in the Herks. Also du musst insgesamt, also 5 Minuten Cops, 7 Minuten 15 am Leben bleiben. Ja, aber ich hab nichts mehr. Aber noch Deos hast du in der Hose. Wenn der in Jasons, ja, aber der grabscht. Der ist ja ein Grabschel Jason. Im Moment weiß er nicht, wo du bist. Versuch Ausdauer zu sparen. Doch, er weiß, wo ich bin. Klar weiß er, wo ich bin. Na. Aua! You want some more? Aua! Oh nein, er ist zu Quallen ähnlich. Ja! Was? Komm, Speed! Speed! Ah, oh, ne! Da, diese jellyförmige Masse, weißt du, da. Jellyhead Jason! Alter, der gibt dir aber auch eine Kopfnuss. Headbutter! Boah, bei mir kam's doppelt! Es kam so ching, 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 ching! Du bist zweimal gestorben! Er ist so oft auf Kopf geschlagen! Ich höre die Klingel zweimal. Guck mal, da hinten diese Locke, die er noch hat. Siehst du das? Ja. Locke da hinten. An der hält er fest. Ich habe immer noch eine Frisur. Duty Jason. Ja, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Kleine Bewertung reindrücken. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und